Ja, bei der Bearbeitung von Foto- und Videomaterial ergeben sich manchmal Probleme. In dieser Rubrik stelle ich Lösungen vor, die ich selbst gesucht habe. Also Tipps und Tricks. Ja, ich war gestern fotografieren, habe einige Aufnahmen erstellt. Diese Aufnahmen sind natürlich auch versehen mit EXIF- und IPTC-Daten, das heißt Ort, Brennweite und ähnliches. Müsste man aus diesen Fotos auch auslesen können. Ich habe jetzt vor, diese Fotos erneut auszugeben, und zwar möchte ich dann als Text diese Daten mit in diesen Fotos einblenden. Dazu verwende ich dann gerne IrfanView. IrfanView gibt es überall im Netz kostenlos zum Download, oder man geht einfach auf die Originalseite irfanview.com. Ja, ich habe das Programm jetzt mal gestartet. Die große Stärke von IrfanView ist meiner Meinung nach auch die Batch-Bearbeitung. Das heißt, man kann sehr gut größere Mengen an Daten bearbeiten, konvertieren, umbenennen etc. Dazu gehen wir dann hier in den angezeigten Menüpunkt unter Datei, Batch-Stapel. So, hier öffnet sich jetzt schon das von mir vorbereitete Verzeichnis. Da befinden sich also einige JPEG-Dateien drin. Ich markiere hier die mal, gehe dann hier auf alle hinzufügen. So, und dann geht es darum, was will ich eigentlich machen? So, das Häkchen Spezialoptionen aktiv muss gesetzt sein. Und dann gehe ich hier auf Setzen. Nebenbei kann man hier auch ganz einfach die Größe ändern. Das habe ich hier schon bereits eingegeben. Einfach eine Verkleinerung des Formates auf 2048 Pixel Breite. Aber das war ja jetzt nicht das Hauptproblem. Wir wollen ja ein anderes Problem lösen. Und zwar, wir wollen einen Text einfügen. Dazu gehen wir hier auf die Optionen. Und hier steht dann jetzt schon ein Text von vorher drin. Mache ihn mal weg und zeige euch hier jetzt, dass man hier auch auf Hilfe gehen kann und hier jede Menge Vorschläge bekommt, was man hier an Variablen einfügen kann. Ich gehe mal wieder zurück. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ich trage hier jetzt aus der Zwischenablage einige Werte ein, die man wie gesagt auch in dieser Hilfefunktion sehen kann. Also es geht dann darum, dass der Ort angezeigt wird, der in der Bildbeschreibung steht, der ISO-Wert, die Belichtungszeit, die Blende und die Brennweite. Hier oben hat man noch die Möglichkeit festzulegen, an welcher Stelle der Text hinterher stehen soll. Und dabei ist zu beachten, dass hier gegebenenfalls bei Breite und bei Höhe Werte einzutragen sind, weil wenn man da nur 0 stehen hat, dann findet man die Texte nicht. Ja, dann kann man natürlich hier unten noch die Schriftart aussuchen und ähnliches. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich zeige mal kurz, was ich jetzt hier eingestellt habe. Okay, so, und nachdem dieses hier jetzt alles soweit eingestellt ist, sind wir eigentlich schon soweit fertig. Ich gehe einmal auf OK, ich gehe nochmal auf OK und dann drücke ich hier auf Starten. Und wie man sieht, werden jetzt meine 4 Bilder oder 6 Bilder konvertiert. Ja, ich gehe dann hier jetzt mal auf Zurück zu Batch, weil ich vergessen habe zu zeigen, dass es auch ein Zielverzeichnis gibt, in dem sich jetzt unsere fertig konvertierten Fotos befinden sollen. In dem Fall bei mir auf dem Desktop in dem Verzeichnis Ausgabe Irfan. Ja, ich habe dann mal den Explorer gestartet, das Ausgabeverzeichnis geöffnet und sehe da, die von mir exportierten Fotos sind auch vorhanden. Ich gehe mal drauf. Und siehe da, wie gewünscht werden jetzt die Werte in dem Foto eingeblendet. Ich schalte mal die Fotos durch und beachtet dann auch die Veränderungen jeweils.
Insbesondere bei der Brennweite ist das alles genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, ich hoffe, der Hinweis hier ist mal hilfreich und über ein positives Feedback freue ich mich wie immer.